Einen wunderschönen sonnigen Freitagmorgen, liebe Trainer, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiederausgabe in der einzigen Sektion der Formationstrainer. Heute ist Freitag, 3. März 2017. Es ist 8 Uhr und 7 Minuten. Ich bin deutlich später dran, als Sie es normalerweise von mir gewohnt sind. Der DAX vor 8 Minuten noch genau auf 12.000, jetzt auf 12.020 Punkten. Freunde, es ist gut möglich, dass Sie am Ende dieses Videos sagen werden: Der Kerl verwirrt mich total. Es ist nicht meine Absicht, Sie zu verwirren. Es ist allerdings meine Absicht, Ihnen zu zeigen, dass wir hier divergierende Aussagen in den Indizes haben. Und ich persönlich aufgrund dieser divergierenden Aussagen, bis auf eine Ausnahme, im Moment mich eher zurückhalten möchte. Eines ist mir persönlich wichtig. Schauen Sie, stellen Sie sich vor, der DAX würde ein neues Allzeithoch machen. Dann sagen wir, oh, der DAX hat ein neues Allzeithoch gemacht. Hat Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Jetzt stellen Sie sich vor, nicht nur der DAX macht ein Allzeithoch, sondern auch der MDAX macht ein Allzeithoch. Dann muss man sich sagen, ah, Mensch, guck mal, dann haben wir noch größere Wahrscheinlichkeit, dass sie laufen. Jetzt stellen Sie sich vor, nicht nur der DAX und der MDAX machen ein Allzeithoch, sondern auch der TechDAX macht ein Allzeithoch. Dann sagen wir, oh, das ist jetzt richtig in der Breite. Dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit. Anders ist es, wenn wir sagen, oh, der eine bricht aus, der andere ist am Widerstand, der dritte ist schwach. Dann fehlt es in der Breite. Und ich persönlich mag es, wenn der Markt in der Breite Stärke oder in der Breite Schwäche zeigt. Und das fehlt mir gerade. Und das will ich Ihnen gerade zeigen. Das nach meinem Dafürhalten. Und Leute, ich kann einfach falsch liegen. Ich kann mich täuschen. Nach meinem Dafürhalten fehlt uns gerade eine Aussage in der Breite der Indizes. Und das will ich Ihnen gerade zeigen. Und ich will Ihnen auch zeigen, warum es mir da nicht schwerfällt. Alles andere als schwerfällt, gerade eher zuzugucken, zu sagen, sollen es jetzt die anderen traden? Egal wie stark der ist und auch wenn er weiterläuft und ich es verpassen würde oder sonst irgendwas. Ich würde, wenn Sie erlauben, mit den US-amerikanischen Indizes anfangen, nämlich hier mit ETF des Russell 2000. 2000 Aktien. Was für Aktien? Die sogenannten Small Caps. Das spekulative Geld und in der Breite, weil es 2000 Werte sind. Was wir hier sehen können, verzeihen Sie, ich brauche doch hier den Wochenchart. Und vergessen Sie mal jetzt hier diese grüne logarithmische Linie, sondern wir bleiben jetzt mal hier beim linearen Chart. Und das Hoch, was wir hier im 2014 hatten, Widerstand, 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 Widerstand. So, der Russell 2000 ist am Widerstand angekommen. Okay? Hier einmal getestet, da hatten wir schon gesagt, ja, der Markt sieht aber stark aus, macht hier eine Bullenflagge, macht eine Fortsetzung. Gut, wenn wir dabei bleiben, habe ich Ihnen gestern gezeigt, der Dow Jones Index, der Dow Jones selbst, nicht ein ETF oder sonstiges, seit 2008. Das ist Widerstand, das ist Widerstand, das ist Widerstand. Wir sind am Widerstand, okay? Da sieht man anhand von zwei Indizes, der Markt ist am Widerstand. Der S&P 500 zumindest psychologisch an der 2400. Gut. Der DAX. Was macht der DAX? Der DAX hat hier, ich will einmal kurz diese Linie wegnehmen. Der hatte hier diese Widerstandszone bei 11.890 aus dem Weg geräumt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Da hat ihn gesagt, ja, im Grunde genommen ist es stark aufgrund der Tatsache, dass diese Konsolidierung mir nicht lang genug gedauert hat und wir direkt unterhalb der 12.000er der psychologischen Marke sind, würde ich sagen, das Ziel ist 12.000. Deswegen hatte ich das hier nur bis zu 12.000 getradet, einen Stop angepasst. So, dann sind wir an der 12.000 gescheitert, sind zurückgekommen, machen das höhere Hoch. Wir hatten gesagt, hier Leute, erst unterhalb der 11.670, unterhalb der 20-Tage-Linie, unterhalb der 200-Stunden-Linie, unterhalb dieses letzten Tiefs hat der Markt das Potenzial 11.4 zu machen. Ansonsten ist es neutral. Oberhalb der 11.920 können wir wieder 12.000 machen. Was haben wir gemacht? Jetzt haben wir die 12.000 aus dem Weg geräumt. So wie hier auch. Einmal gescheitert, sofort durchgegangen. Ja, mir wäre es lieber jetzt nochmal getestet. Hat er nicht. Hat er nicht. Und ist jetzt trotzdem die 12.000 von oben eine potenzielle Unterstützung? Ja. Wir haben die runde Marke aus dem Weg geräumt, deswegen ist es eine Unterstützung. Sieht dieser Startchart gerade stark aus? Ja. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, also falls jetzt ein ganz schwacher Freitag kommt, okay,
und wir dann per Wochenschlusskurs unterhalb der 11.890 schließen sollten, ja, dann haben wir wieder einen Widerstand bärisch aufgegeben. Ansonsten haben wir jetzt hier den Widerstand bullisch gebrochen, haben das Potenzial für eine Fortsetzung. Das ist eher ein Zeichen der Stärke. In Ordnung. Aber jetzt habe ich einfach mal gesagt, ich will eine Linie wegnehmen. Was für eine Linie denn? Widerstand, Widerstand, Widerstand. Schauen Sie, funktioniert ziemlich gut im Moment. Ja, das ist eine sogenannte bärische Keilformation. Und ja, das ist ein richtig starker Markt. Und ja, wir können diese trendbegrenzte Linie bullisch auflösen. Deswegen 12.000 potenzielle Unterstützung. Ja, von hier aus das Potenzial hochzulaufen in Richtung 12.2, 12.3, so wie der Chart gerade aussieht, auch ja. Was mich stört, ist diese Linie. Was mich stört, ist, dass die US-Indizes so am Widerstand sind. So, deswegen, was mache ich jetzt daraus? Schaute ich den? Kaufe ich den? Oder, und Leute, das ist die Kunst beim Traden. Schauen Sie, was wir Menschen nicht mögen, wir mögen es überhaupt nicht, ist das Gefühl der Unsicherheit. Und ich sage Ihnen ja immer wieder, der Einzige, der Ihnen Sicherheit geben kann, das sind Sie selbst. Und es ist nach meinem Dafürhalten eine Art der Sicherheit zu sagen, ich bin mir nicht sicher, was der Markt macht und das halte ich auch aus und ich gucke zu. Und ich male mir auch aus, ja, der könnte hier von der 12.000 echt da hochlaufen. Ne? Ja, der sieht echt stark aus, ja. Aber der könnte auch hier hängen bleiben. Okay, andere. Traden andere, wir traden es wieder, wenn es einfacher wird. Wenn ich mir dann wiederum den Eurostoxx anschaue, Eurostoxx, Eurostoxx, bitte herkommen. Das kann aber nicht sein. Da habe ich ihn. SX5E. So. Schauen Sie mal. Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, Leute, das ist eine horizontale Widerstandszone. Hier war es Widerstand, da war es Unterstützung, da war es wieder hier Unterstützung, da wurde es wieder zum Widerstand. Das ist ein Widerstand. Wir kämpfen, 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 bupp, wir gehen durch. Wir gehen durch diese Widerstandszone durch. Gucken Sie sich mal den Tag an. Das ist hier Widerstand, Widerstand, Widerstand wird aus dem Weg geräumt. Horizontaler Widerstand, auch hier wird aus dem Weg geräumt und zwar mit richtig Dynamik. Falls der Markt nochmal in Richtung 3360 käme, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, so 3350. Der Markt sieht so stark aus, von hier aus hat er das Potenzial wieder 3,4 und 3,450 zu machen. Das wäre so ziemlich das Einzige, was mich interessieren würde, falls der Markt nochmal einen Pullback macht, das nochmal in diese Richtung zu traden. Was mich da wiederum, das ist jetzt aber auch meine Meinung, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass, da habe ich aber auch kein Setup, dass der Euro möglicherweise wieder stärker werden könnte. Und in letzter Zeit war es ja immer so, sobald der Euro stärker wurde, hat es den europäischen Indizes wehgetan. Und auch das ist etwas, was ich mir anschaue. Das heißt, die einzige Ausnahme, die ich wirklich auch nur traden würde, für mich persönlich, wenn ich hier dann auch über die kleinere Zeiteinheit Bestätigung bekomme, wäre so die Zone um die 3,360, 3,350, falls der Markt das noch macht. Und dann noch einmal in Richtung 3,4, 3,450. Aber auch nur klein, klein. So. Anders wäre es, wenn der Markt hier 2-3 Tage wirklich so kleine Kerzen macht. Dann würde ich tatsächlich nochmal die Fortsetzung versuchen wollen zu traden. Ich persönlich. Ansonsten sehr viel Stärke bei den US-Indizes, sehr viel Widerstand bei den US-Indizes. DAX, 12.000 aus dem Weg geräumt, trendbegrenzende Linie auf dem Weg, wir haben noch ein bisschen Platz bis zum Allzeithoch und der Eurostoxx hat einen Widerstand aus dem Weg geräumt. Nach der Kerze sofort rein, entweder konsolidieren oder einen Pullback schenken. Ich hoffe, dass diese Ausgaben Ihnen helfen, damit Sie sehen, dass man als Trader nicht monokausal agiert. So, okay, jetzt hier, 12.000 gebrochen, kaufe ich. Dow Jones am Widerstand, verkaufe ich alles. Man muss in der Lage sein, den Chart in der Breite lesen zu können. Und so wie wir den Chart analysieren und wenn Sie regelmäßig unsere Ausgaben schauen, wird es Ihnen auffallen, mit welcher Konstanz wir hier unsere Aussagen treffen können. Nicht, weil ich so ein besonders toller Trader bin, sondern weil wir eine systematische Art der Analyse haben. Und diese systematische Art der Analyse entsteht nicht, weil ich so viel Erfahrung habe, sondern weil es ein Regelwerk gibt. Und
Sie können von uns es erlernen und anwenden. Dann sind Sie nämlich in der Lage, die Charts selbstständig lesen und analysieren und natürlich dann auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit traden zu können. Freunde, bis Sonntag gibt es noch unser 20% Preisnachlass. Sie sind herzlich eingeladen, davon noch zu profitieren. Wir haben tatsächlich nur noch ein bisschen Restplätze für Sie für unser Seminar im Mai dieses Jahres. Schreiben Sie mir eine E-Mail und informieren Sie sich über unser Mentorprogramm. Falls Sie noch nicht so häufig unsere Videos geschaut haben, vielleicht das erste Mal das Video schauen und sagen, hilft mir, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, wenn Sie mögen. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen einen gelungenen Handelstag und natürlich ein richtig schönes Wochenende. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativen